So, und wie versprochen geht es sofort weiter mit Let's Play Gothic 1. Ich bin Trident 1000 und wir geben es immer noch zur alten Mine, da wir von dort das Minecrawler-Sekret brauchen. Und wir töten wiederum ein paar Scavenger. Wir rotten die regelrecht aus. So. Also, nehmen wir uns das Fleisch, aber jetzt geht's wieder. Ab weiter, ich glaube, wir sind richtig, genau, jetzt sind wir auch fast da. Ich habe ja jetzt schon oft auf der Karte nachgesehen und tja, bin zum Glück richtig gegangen, was mir beim ersten Mal durchspielen nicht so gelungen ist. Da habe ich etwas länger nach dem alten Lager, nach der alten Mine gesucht. Warum sage ich immer altes Lager statt alter Mine? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich da länger gebraucht, um die alte Mine zu finden. Aber nach deiner Zeit habe ich es zum Beispiel gefunden. Also. Jedenfalls interessiert das ja jetzt keinen, denn wir sind jetzt angekommen und werden uns natürlich jetzt auch in die alte Mine begeben und dort Ja, wenn du meinst. das Ich höre nicht mehr auf. Getier unserer Wahl, nämlich Minecrawler, töten. Und uns Sekret besorgen. Erzklumpen werden wir natürlich auch ein bisschen drauf rumhämmern. Sehr lustig und sehr interessant. Bringt nur leider hier nichts, meines Wissens. Also, jetzt kommen wir in die alte Mine und sehen den Ladebildschirm. Und sehen hier auch schon eine Person und mit der werden wir gleich reden. Sie hat den Namen Drake. Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig, hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Auf was sollte ich in der Mine achten? Vor allem auf Minecrawler. Das wissen wir bereits. Das sind gefährliche Biester. Wir mussten wegen ihnen schon einige Höhlen aufgeben. Haben schon so manchen Buddler verspeist. Erzähl mir von den Crawlern. Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Wenn du ein Bier ausgibst, erzähle ich dir noch was über die Crawler. Nein, das brauchen wir nicht. Aber wir werden ihn mal das zuerst fragen. Vielleicht gebe ich ihnen ein Bier, aber zuerst frage ich ihn mal das hier. Erzähl mir mehr davon. Wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper, er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian, toller er ist der Ratschlag. Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Fast ein toller Ratschlag wie Google mal. Jedenfalls, ja komm, geben wir ein Bier aus, wir sind so sozial. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Also, die Crawler gibt es hier zuhauf in vielen Nebenhöhlen. Hier im Hauptschacht haben sie noch nicht angegriffen. Wenn du ihnen mal begegnest, dann lauf. Oder stell dich mit dem Rücken zur Wand. Dann hast du vielleicht noch eine Chance. Vielleicht. Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Natürlich habe ich es verstanden. Wir sehen uns. Ja, und ich habe auch nicht vor, Ärger zu machen. Hier haben wir einen Händler, mit dem werden wir reden. Und schauen natürlich, was der für Sachen hat. Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Ja, er hat 50 Erzbrocken und Bier zum Beispiel auch, Bolzen, alles Mögliche. Aber na doch, wir könnten ihm sogar was verkaufen. Die Karte hier zum Beispiel, denn die haben wir ja doppelt. Ja, kriegen wir 25 Erz dafür. Was können wir ihm noch geben? Das will ich behalten. Naja, ich nehme lieber jetzt 25 Erz für die Karte. Momentan haben wir Erz ja nicht so nötig. Und begebe mich jetzt tiefer in die alte Mine und nehme hier die Höllenpilze, die gibt es wirklich in dem Spiel massenhaft
massenhaft. Und da ist ja noch einer, bitte. Ja, ich wollte nicht Waffe ziehen, ich wollte springen. Also, runter. Oh mein Gott. Ah, oh, okay, ich habe mir gedacht, ich springe jetzt runter ins Verderben. Dem aber zum Glück nicht so. Ja, komm, kletter runter. Ich springe einfach runter. Da gibt es noch eine nette Szene, die würde ich euch nicht vorenthalten. Also reden wir mal mit Aaron zuerst. Was machst du hier? Ich pass auf, dass du Butler die Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Denn es ist eine Quest, die wir machen können, aber nicht tun müssen. Was machst du hier? Ich pass auf, dass du Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Ja, das ist seine Truhe, nicht Snipes Truhe. Was machst du hier? Ich pass auf, dass du Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Das hast du schon gesagt. Ja, was machst du hier? So. Also, jetzt reden wir mal mit dem Snipes hier. Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Wir sehen uns. Gut. Na, aber sicher doch. Dann tun wir das für 10 Erz. Tun wir doch alles. Also, speichern wir. Und kommunizieren wir mit Aaron. Und was sagen wir? Natürlich, dass Ian uns schickt und er sofort zu ihm kommen soll. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Er will dir kräftig in den Arsch treten, weil du so faul bist. Na, das ist doch nichts Neues. Geh weg! Gut. Hey, war das jetzt das Falsche? Komm, gehst du jetzt weg? Gehst du jetzt weg? Scheinbar war das doch das Falsche. Ah. Dann werde ich das. Ja, das passt schon. Ian schickt. Was will er? Ah ja, das mit der Belohnung müssen wir sagen, klar. Er will ja eine Belohnung. Ach, ja. Tatsächlich. Nein! Scheißdrecke! Ja. Ian, was will. Da sagen wir keine Ahnung. Keine Ahnung. Das wird Ian dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Ja, klar. Das dann ist natürlich ich mal das zu ihm gehen. Immer, dass es mal als Letztes wählt. Ja, ich lass dich schon vorbei. Gut, jetzt haben wir den weggelockt. Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Okay. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Tja, die nehmen wir es natürlich auch. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. So. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Sehr interessant. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin das ich das ist dran. Kein sehr dankbarer Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Aber immerhin hat er einen Namen. Er sticht aus der Masse hervor. Jedenfalls, jetzt haben wir die Schlüssel für die Kiste und werden sie natürlich auch öffnen. Dort haben wir ein Bier, Heilungsschrift und 72 Erz. Das heißt, wir haben 52 Erz Gewinn gemacht, denn wir haben ihm uns 10 Erz gegeben und wir haben die Karte für 30 Erz gekauft, sind 20 Erz Verlust. Dann noch die 72 Erz hier drin, ergibt insgesamt 52 Erz Gewinn. Ja, das heißt, gut, wir gehen jetzt. Halt, das ist falsch, ich muss. Da geht's hier runter. Gut, ich renne natürlich wieder. Ganz falsch. Hier haben wir eine Leiter. Gut. Also. Gehen wir runter. Geht das nicht schneller? Ah, der geht immer so lahmarschig die Leiter runter. Wirklich. Das regt mich auf. Und dann fliegt man auch in 90% der Fälle beim Raufklettern wieder runter. Okay, aber immerhin kann man hier schlafen. Hey, du! Wenn du mich noch einmal so verarschst, dann gibt's eine ordentliche Tracht Prügel, verstanden? Sagen wir ihm noch das hier, wir sind ja sehr frech. Hey, vermisst du nicht deinen Truhenschlüssel? Tatsächlich. Ich will gar nicht wissen, woher oder warum du etwas über den Schlüssel weißt. Aber ich gebe dir 20 Erz,
Wenn du mir meinen Schlüssel wiederholst. Okay. Hier hast du den Schlüssel. Hier ist dein Schlüssel. Tatsächlich. Also, wie abgemacht. Hier sind 20 Erz für dich. Danke. Du solltest dich aber in Zukunft vorsehen. Ab jetzt habe ich ein Auge auf dich. Danke, ich habe wirklich sehr brav nach dem Schlüssel gesucht. Gut, da haben wir auch schon Ian, also reden wir mal mit dem. Das ist nämlich hier der, wie wir bereits erfahren haben, der Anführer hier in der alten Mine. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ist das nicht Gomez Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können hunderte von Klingen hergestellt werden. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecraft. Das haben wir schon sehr oft erfahren. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht. Nein, wir bleiben nicht in dem Hauptschacht. Lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werd's mir merken. Ich hab noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich hab noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Gut. Fragen wir noch das hier. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Ja, das würde ich mich auch fragen. Ich bin so ratlos wie aber ich weiß es. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, ja, kaputten Stampfer. Genau. Vielleicht hast und du dort ja noch werden Glück. Wir das Zahnrad auch finden. Dort gibt es allerdings auch Minecrawler. Mach keinen Ärger. Ja, ich mach schon keinen Ärger. Und da haben wir aber noch Alberto, also wenn wir mit dem auch reden. Mit dem können wir bei auch dir kann tauschen. Ich tauschen. Jupp! Alles, was du willst. Wenn du ja, Erz wir haben hast. Erz. Der hat auch 50 Erz und ungefähr dasselbe wie der vorige. Nur etwas weniger, wie ich gerade gesehen habe. Aber, ja, der Part von meinem Troll Hunter 1000 Let's Play Gothic 1 ist leider schon zu Ende und ja, es geht dann bald wieder weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Adieu.